Shalom zusammen, Gottes Segen im Namen des Königs Jesus Christus. Willkommen zu einem weiteren Video, in dem es heute um den Kampf zwischen Gut und Böse gehen soll. Allerdings jetzt nicht der Kampf zwischen Gott und Satan oder Jesus und dem Antichristen, sondern vielmehr auch der Kampf zwischen Gut und Böse, den wir selbst als Menschen führen. Und das wollen wir uns anhand der Bibel heute einmal anschauen. Besonders am Ende des Videos werden wir uns auch anschauen, dass das Gute in alle Ewigkeit am Ende triumphieren wird und das Böse, das wird verschwinden in alle Ewigkeit. Und anhand der Bibel, wie das herauszufinden ist, das schauen wir uns gleich an. Aber zunächst schauen wir uns an, was wir ebenfalls beherzigen sollen. Denn im 1. Thessalonicher Brief heißt es in Kapitel 5, Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Nun, in einer Welt, in der das Böse zu dominieren scheint und die ganzen Schlagzeilen in den Nachrichten nur schlechte Nachrichten irgendwie geben, nicht nur, weil schlechte Nachrichten sich besser verkaufen, sondern weil es auch heute leider sogar die Realität widerspiegelt, sehen wir anhand der Bibel, dass es heute nicht sehr gut ist, wie es im Anfang war, als Gott noch die Himmel und die Erde erschaffen hat und Garten Eden noch ein Bestandteil auf Erden war. Wir schauen uns aber mal an, wie Gott Gut und Böse definiert, denn jeder in dieser Welt hat ja so seine eigene Ansicht, was gut und was böse ist. Im 5. Buch Mose heißt es in Kapitel 30, Abvers 15, siehe, ich habe dir heute das Leben und das Gute vorgelegt, den Tod und das Böse. Was ich dir heute gebiete ist, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und in seinen Wegen wandelst und seine Gebote, seine Satzungen und seine Rechtsbestimmungen hältst, damit du lebst und dich mehrst, und der Herr dein Gott wird dich segnen. Und wir lesen dann natürlich auch weiter im Umkehrschluss, was passiert, wenn man eben Gott nicht liebt, nicht die Gebote halten will, dann tritt eben nicht der Segen ein, sondern eben das Gegenteil. Und das Gute, laut Bibel, das zum Leben führt, ist, dass wir die Gebote Gottes halten. Auch im Neuen Testament heißt es, dass das die Liebe zu Gott ist, dass wir seine Gebote halten. Und die Gebote Gottes sind laut Neuem Testament nicht schwer, auch wenn viele Christen glauben, es sei unmöglich, irgendwie Gebote Gottes zu halten, weswegen sie die Gesetzlosigkeit bevorzugen. Aber wie heißt es schon im Buch des Propheten Amos in Kapitel 5, Vers 14, sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt, wie wir gerade gelesen haben. Denn dann wird der Herr, der Gott der Herrscher, so mit euch sein, wie ihr es immer sagt. Hasst das Böse, liebt das Gute und gebt dem Recht seinen Platz im Tor. Das Böse zu hassen, es ist nicht verboten zu hassen. Gott hasst auch gewisse Dinge und das, was Gott hasst, müssen wir auch hassen. Und wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus zum Beispiel die Gesetzlosigkeit hasst, weil es das Böse ist. Böse Werke, das kann nicht zu einer guten Welt führen. Das müsste eigentlich jedem klar sein. Deswegen sehen wir auch hier, dass wir das Leben wählen sollen, das Gute. Und das sind eben die Gebote Gottes. Wir lesen auch in Micha 3, Vers 2, was leider auch der Fall ist im Christentum. Und doch hasst ihr das Gute und liebt das Böse. Genau das Gegenteil, was wir tun sollen. Wir sollen das Gute lieben, das Böse hassen. Aber heute wird es umgedreht. Heute wird das Gesetz Gottes verteufelt, die Gebote Gottes verteufelt, weil sie irgendwie etwas Abgeschafftes sein sollen. Obwohl Jesus ja genau das Gegenteil gesagt hat. Nämlich, dass kein Strichlein vergeht, bis Himmel und Erde vergangen sind. Und das ist noch nicht der Fall. Aber bei einigen Christen, die jenseits des Phantasialands leben, schon leider. Wir lesen, was der Messias selbst sagt in Matthäus 12, Vers 35 und in Johannes 5, Vers 29. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Wir sehen also hier wird von der ersten und der zweiten Auferstehung gesprochen, die das Gute tun, also von wegen Glaube allein rettet. Glaube ohne Werke ist tot. Jesus sagte, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird in den Feuerofen geworfen, in den Feuersee. Von daher sehen wir auch hier, wer das Gute tut, der ist bei der ersten Auferstehung dabei, die Auferstehung des Lebens. Wer aber das Gute nicht tut, wer das Böse sogar lehrt zu tun, die Gesetzlosigkeit, der ist dabei bei der Auferstehung des Gerichts im schlimmsten Fall.
Natürlich ist Jesus der Richter und wir dürfen nicht richten, aber ich sag mal so, es ist logisch, dass Gott es lieber sieht, wenn wir nicht sündigen und seine Gebote halten, als wenn wir sündigen und nicht die Gebote Gottes halten. Ein einfaches Prinzip eigentlich, das sogar Nicht-Christen verstehen, aber einige Christen, die falsche, schlechte Lehre haben, verstehen das bis heute nicht. Nun denn, schauen wir uns Paulus an im Römerbrief. Da ist es in Kapitel 7, Vers 12 und in Kapitel 12, Vers 12. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute will, das Böse anhängt. Aber lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und Paulus beschreibt ja den Kampf zwischen Geist und Fleisch, dass der Geist zwar willig ist, aber das Fleisch ist schwach und so will er auch alles Mögliche natürlich perfekt machen, aber oft ist es eben so, dass wir auch natürlich sündigen und deswegen aber, weil das Gesetz gut ist, leider sind wir nicht so gut, wie es das Gesetz vorschreibt, weswegen wir laut Bibel alle Sünder sind. Und wer was Gegenteiliges behauptet, da heißt es im 1. Johannes 2, Vers 1 und in Kapitel 3, Vers 4, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und laut Bibel, wir lesen, jeder ist ein Sünder und wir haben alle gesündigt, wie wir gleich lesen werden noch. Aber wir haben einen Fürsprecher im Himmel, nämlich Jesus Christus, den Gerechten, den Sohn Gottes, der unsere Sünden ausgelöscht hat am Kreuz und dafür bezahlte mit seinem Blut. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wie wir lesen, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Nicht das Gesetz Gottes übertritt, aber wenn ihr Gottes Gesetz übertritt und sündigt, dann können wir durch Jesus Christus ja Fürsprecher einlegen. Im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 8 und in Kapitel 3, Vers 5 heißt es außerdem, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und ihr wisst, dass er, nämlich Jesus, erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen und in ihm ist keine Sünde. Weil wir alle Sünder sind und wer was Gegenteiliges behauptet, ist ein Lügner, heißt es, in ihm ist die Wahrheit nicht. Wir sind alle Sünder laut Bibel, deswegen ist der sündenlose Sohn Gottes erschienen, um unsere Sünden zu tragen. Ein Sünder kann nicht die Sünden anderer tragen, ein sündenloses Lamm Gottes aus dem Himmel allerdings schon, weswegen es in der Tat gut ist, die Gebote Gottes zu halten und böse ist, die Gebote Gottes nicht zu halten. Wir haben schon im Garten Eden gelesen, dass es besser wäre, wenn Eva nicht vom Baum der Erkenntnis gegessen hätte, was ja ein Gebot Gottes war, aber sie hat sich verführen lassen, von der Lehre der gesetzlosen Schlange, die sie verführt hatte, das Gebot Gottes zu brechen, wie es heute im Christentum leider heute auch viele Bibellehrer tun. Harte Worte, aber es ist die Wahrheit, was soll man da machen? Die Welt ist verrückt. Wir schauen uns jetzt aber mal an, wie es in Zukunft in dieser Welt aussehen wird, denn wir haben ja gelesen, wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher, aber die Sache ist, die Sünde wird verschwinden und damit auch ein für alle Mal das Böse in der Welt. Bevor wir ins Buch der Offenbarung schauen, schauen wir nochmal in die Tora, da heißt es im 5. Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 26, siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor, den Segen, wenn ihr die Gebote des Herrn eures Gottes gehorsam seid, die ich euch heute gebiete, den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorsam sein werdet. Eben auch, wie wir am Anfang des Videos gelesen haben, ich lege euch das Gute vor, das Leben und das Böse, den Tod, nämlich das eine, wenn man die Gebote Gottes hält und das andere, wenn man die Gebote Gottes eben nicht hält. Ja, Leben, Segen und das auf jeden Fall in Verbindung mit dem Guten, genauso wie der Fluch und der Tod in Verbindung steht mit dem Bösen. Und jetzt schauen wir uns also mal an, wie es in Zukunft aussehen wird, denn wenn Sünde zum Fluch führt, dann kann die Zukunft auf jeden Fall sehr rosig aussehen, wenn sie Realität geworden ist, anhand von Offenbarung 22, Vers 3, denn da heißt es, und es wird keinen Fluch mehr geben, keinen einzigen.
Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Na, da kann ich im Voraus schon mal sagen, Amen. Das sind auf jeden Fall sehr hoffnungsvolle Prophezeiungen. Und wie wir gelesen haben, es wird keinen Fluch mehr geben. Was bedeutet, wenn durch Sünde, die Übertretung des Gesetzes, Flüche kommen, ein Fluch, und es keinen Fluch mehr geben wird, dann ist der einzige Grund, der biblisch begründet ist, der, dass keiner mehr sündigt. Denn anhand der Bibel wissen wir, dass die auferstandenen Christen bei der ersten Auferstehung dann zu Gott will, nicht mehr sündigen können. Das ist dann der ewige Frieden, die ewige Gerechtigkeit, die wir dann haben. Und es sei am Ende nochmal erwähnt, dass wir natürlich nicht durch Werke gerettet werden, sondern durch den Glauben. Aber ein Glaube ohne gute Werke, laut Bibel, ist eben tot. Deswegen müssen wir unseren guten Glauben durch gute Taten, gute Werke auch in die Tat umsetzen. Denn sonst ist der Glaube nicht viel wert, laut Altem und Neuem Testament. In diesem Sinne, das Gute wird triumphieren für 1000 Jahre, wenn Jesus zurückkommt, aber auch danach in alle Ewigkeit, wenn das Böse zu Ende geht, der Tod in den Feuerofen, in den Feuersee geworfen wird, laut Bibel, und der Friedefürst für immer Frieden führen wird und dafür sorgen wird, dass das Böse nicht zurückkommt, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und die ist stärker als die Finsternis, nämlich das Licht der Welt, der Sohn Gottes, der König der Könige und der Herr der Herren, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.